Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und zu Hause. Wir haben nächste Woche Weihnachten und es werden auch Geschenke im Saal verteilt. Und im Prinzip fehlen eigentlich nur noch die Kerzen auf den Tischen und ein nicht-alkoholisches oder ein alkoholisches weinhaltiges Getränk. Und dann könnten wir gemeinsam feiern. Diese Ruhe, die hier herrscht im Saal, finde ich A, bemerkenswert. Und die führe ich ausschließlich darauf zurück, dass, und dafür viel Glück, Herr Laumann heute seine letzte Rede gehalten hat, hier im Plenum, zumindest als Abgeordneter des Landtags der laufenden Legislaturperiode. Und im Übrigen möchte ich Herrn Kollegen Lindner folgen und sagen, wir reden hier über den Haushalt und auch Frau Ministerpräsidentin Kraft hat es ganz offensichtlich begriffen, denn sie hat diesen Haushalt, über den wir heute in dritter Lesung entscheiden sollen, sehr vehement verteidigt. Das muss sie auch tun, denn dieser Haushalt, muss ich ganz ehrlich sagen, zieht man Maßstäbe heran, die sich jede Privatperson oder jedes Unternehmen anrechnen lassen muss, wäre dieses Land Nordrhein-Westfalen praktisch überschuldet nach Insolvenzrecht und hätte Insolvenz anzumelden. So sieht es aus, Herr Hertha. Aber, Frau Kraft, ich möchte, bevor ich weiterrede, mit einem Punkt anfangen. Sie haben davon gesprochen, dass Sie sich die Anträge der Oppositionsfraktionen sehr genau angeschaut haben und haben dabei in Bezug auf die Piraten nur einen Antrag hervorgehoben, einen Antrag auf Einsparung von Zuschüssen für den kommunalen Straßenbau in Höhe von 1,1 Millionen Euro. Das wären Einsparungen und das wäre ja nun nicht verträglich, weder mit unserer Auffassung, wie man Kommunen unterstützen müsse und schon gar nicht mit unserer Auffassung von der Ausbildung und Fortschreibung von Verkehrs oder besser von der Verbesserung von Verkehrsinfrastruktur. Da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, liebe Frau Kraft, wenn Sie diesen Antrag mir zeigen können, wo er gestellt wird, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ich kann Ihnen sagen, wo dieser Antrag behandelt wurde. Montag vergangener Woche in der Mammelsitzung unserer Fraktion wurde darüber diskutiert. Dieser Antrag wurde weder im Haushalt- und Finanzausschuss als Antrag gestellt, noch für den heutigen Tag zur Beratung und Beschlussfassung. Schönen Gruß an Ihre Referentin oder an Ihren Referent. Ich freue mich da sehr, dass unsere Sitzungen so aufmerksam verfolgt werden. Dann hätte aber auch gewusst sein müssen, dass wir als Piratenfraktion in der internen Beratung diesen Antrag abgelehnt haben und nicht gestellt haben. Stattdessen vergessen Sie aber zu erwähnen oder gehen zumindest geflissentlich über die anderen Anträge hinweg. Sie haben ja nicht jeden Antrag, aber sind ja so wenige heute eigentlich hier zur Beratung, dass wir nämlich genau in dem Bereich der Verkehrsinfrastruktur, und das hat der Fraktionsvorsitzende Paul, unser Fraktionsvorsitzender Paul ja eben auch ausführlich ausgeführt, dass wir hier 354 Millionen fordern, nämlich genau für die Unterstützung der Infrastruktur, für die Unterstützung der Kommunen, viel in einem ersten Schritt und für das kommende Jahr 2014. Also, so viel dazu. Die Konsolidierung, die die Frau Ministerpräsidentin auch angesprochen hat, auch als Kritik, dass die Opposition ja nicht konsolidieren will, die wolle nur Geld ausgeben und im Übrigen operiere sie mit global mehr Einnahmen. Das war auf Seiten der FDP in der Tat der Fall. Wir haben es aber auch auf der anderen Seite mit globalen Minderausgaben in weiß Gott nicht unbeträchtlicher Höhe zu tun, nämlich deutlich über 800 Millionen Euro für 2014. Und da vergessen Sie, sowohl die Ministerpräsidentin als auch die regierungstragende Fraktion als auch der Finanzminister, transparent aufzuzeigen und den Menschen zu sagen, wo diese über 800 Millionen Euro im nächsten Jahr eingespart werden sollen. Es wird zu weiteren Zumutungen kommen der Bevölkerung in diesem Lande und dies kann von uns nicht hingenommen werden. Die strukturelle Neuverschuldung von 2,4 Milliarden wurde schon genügend angeführt. Und wenn man das mal betrachtet vor dem Hintergrund der Zinsentwicklung, wie sie sich auch aufgrund der aktuell und heute mitzubeschließenden mittelfristigen Finanzplanung bis 2017 darstellt, wo nämlich davon die Rede ist, dass von einer Zinssteigerung von bis zu 3,5% auszugehen ist, wir aber derzeit nun wirklich zwei Punkte drunter liegen,
unter dieser Planung, dann müssen wir alleine vor dem Hintergrund dieses Umstands einmal feststellen und mal prüfen, ob nicht angesichts der Verschuldung des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von 140 Milliarden Euro dieser Konsolidierungspfad von Ihnen, von Seiten der Landesregierung tatsächlich eingehalten werden kann. Wir haben da so unsere Zweifel. Und diese Zweifel werden darüber hinaus auch noch genährt mit Garantieleistungen, die das Land Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit der Abwicklung der WestLB in den nächsten Jahren noch zu zahlen verpflichtet sein wird. Davon, dass 5 Milliarden insgesamt aufgewendet werden müssen, geht sogar der Finanzminister bislang aus. Ich glaube auch nicht, dass er sich davon verabschiedet hat. Fakt ist jedenfalls, die Zahlung von 900 Millionen, die für das Jahr 2014 ursprünglich in der mittelfristigen Finanzplanung angesetzt war, ist nun plötzlich verschwunden. Das ist natürlich einerseits gut, weil möglicherweise diese Zahlungen im nächsten Jahr noch nicht fällig sein werden. Wie sich allerdings dann auch vor dem PIMCO-Report die Entwicklung bei der EAA, der ersten allgemeinen Abwicklungsanstalt, entwickelt, muss man abwarten. Und ob nicht und wann diese dann insgesamt noch ausstehenden Garantieleistungen von 4 Milliarden zu Buche schlagen, müssen wir schauen. Und dann schauen wir uns auch die mittelfristige Finanzplanung an, genau an. Dann schauen wir uns die Zinsen an und dann schauen wir uns exakt an, wo diese Landesregierung tatsächlich effektiv, vor allem aber strukturell, wie es auch jetzt eben hier hieß, spart. Und nicht nur heute, sondern auch im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr und dabei gleichzeitig Gewährleistung bietet dafür, dass in bestimmte Bereiche, wie es nicht nur der Landesregierung, nicht nur den regierungstragenden Fraktionen am Herzen liegt, nämlich insbesondere in die Investition in Zukunft Leistungen erbringt, in die Investition in Bildung Leistung erbringt und in Verkehrsinfrastruktur, um nur diese Bereiche einmal zu nennen. Selbstverständlich werden auch wir das weiterhin begleiten, nicht nur mit einem sorgsamen Auge darauf, sondern auch mit entsprechenden Anträgen, so wie wir sie auch heute hier im Plenum mit abstimmen werden. Ein weiterer Punkt ist meines Erachtens, wenngleich auch mehrfach erwähnt, zu kurz gekommen, und das ist die doch dieser Landesregierung so sehr am Herzen liegenden und auch den regierungstragenden Fraktionen, wie ich denke auch allen hier im Haus, sehr am Herzen liegende kommunale Familie und deren auskömmliche Finanzierung. Man sollte meinen, es sei so, so was wir hier vorgetragen gehört haben und wie hier im Prinzip dieser Haushalt 2014 mehr oder weniger schon jetzt abgefeiert wurde, ohne wesentliche, bis auf FDP, wesentliche Kritikpunkte eingefangen zu haben, muss man ganz ehrlich sagen, es ist nicht so. Und das skizziere ich im Folgenden. Lassen Sie mich bitte mit einem Zitat aus der sehr aktuellen regionalen Presse beginnen. NRW-Städte im Schuldenstrudel. Und ich füge einmal ein, natürlich, wir sind alle bereits im Weihnachtstaumel, aber wir beraten heute in dritter Lesung in diesem Hause den Landeshaushalt 2014 des Landes Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, das ist gut, dass wir also hier noch einmal in die Sacharbeit einsteigen. Ich habe so den Verdacht, als ob hier alle schon verdammt in Feierlaune sind. Ich bin es angesichts der Betrachtung des Haushalts nämlich nicht. Nochmal zurück zur Presse der regionalen. NRW-Städte im Schuldentrubel, Kölner Stadtanzeiger. Der Pleitegeier kreist über dem Revier, Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Alles Titelzeilen, Schlagzeilen von vergangener Woche. Frau Ministerpräsidentin, so beschreibt die Presse quer durch alle Couleur, egal ob rot, grün, schwarz, gelb, ganz egal, wie sie geprägt sein mag, in diesen Tagen die Auswirkungen ihrer Politik, ihrer Kommunalpolitik in diesem Lande. Die Bundespresse ist sogar, wenn wir die FAZ mal als Bundespresse nehmen wollen, noch schonungsloser und titelt ebenfalls am 11.12. mit kommunale Leichen. Da ist also eine tote Maus. Und betrachten wir die Ressourcen, betrachten wir den Landeshaushalt, den Plan für 2014, kommt mir das vor wie ein Schubladenschrank, bei dem man jede Schublade aufziehen kann und in jeder Schublade liegt in irgendeiner Form eine tote oder kurz vor dem Tod stehende Maus. Das muss man mal ganz klar festhalten. Anlass für die Berichterstattung, und da sind wir wieder bei den Kommunen, ist die Erhebung von Ernst & Young, die versucht hat, flächendeckend in ganz Deutschland die finanzielle Lage der Kommunen zu erfassen. Die Studie steht im Netz und jeder Zuhörer hier im Saal oder außerhalb kann sich auch direkt selbst ein Bild der Lage machen, wenn er die Webseite des Unternehmens aufsucht. In diesem Zusammenhang möchte ich auch einmal die Frage an Herrn Minister Jäger direkt stellen.
Wie kann es sein, dass ein privatwirtschaftliches Unternehmen wie Ernst & Young die hoheitlichen Aufgaben, wie zum Beispiel die Erfassung der finanziellen Situation der Kommunen, übernehmen muss? Ist Ihr Haus etwa damit überfordert? Die Frage darf erlaubt sein. Die kommunalen Spitzenverbände berichten, seit wir hier im Parlament sitzen, in gleicher Art und Weise von der Situation dieser Kommunen, die Ernst & Young jetzt hier festgestellt hat. Ignorieren Sie diese Warnzeichen. Warum lassen Sie sich das, Frau Ministerpräsidentin, an Ihrem Kabinettstisch eigentlich ja über sich ergehen? Und warum nehmen Sie das so ohne weiteres hin? Denn auch der Städtetag, wie aber auch der Landkreistag, haben uns informiert, dass Sie, verehrter Herr Minister Jäger, das Parlament mit der Vorlage 1609/975 Anfang des Sommers diesen Jahres jedenfalls nicht korrekt über die Situation in den Kommunen in NRW informiert haben. Genauso wie Sie also auch das Parlament nicht korrekt informieren, wird auch die Bevölkerung in diesem Land, und das muss hier einfach einmal gesagt werden, im Unklaren darüber gelassen, wie die finanzielle Zukunft und die finanzielle Zukunft der Kommunen aussieht und was auf sie noch hereinbrechen wird, wenn aufgelöst ist, wie die globale Minderausgabe über 800 Millionen schwer verteilt ist und welche Einsparungen davon betroffen sind, die unter Umständen auch soziale Einschnitte, gerade auch innerhalb der kommunalen Familie, bedeuten werden. Fehler können natürlich passieren, aber sie müssen auch proaktiv korrigiert werden. Und da ist viel Vertrauen gerade in den Kommunen in letzter Zeit verloren gegangen und nicht nur dort. Und das alles wäre natürlich noch verkraftbar, Frau Ministerpräsidentin und Herr Finanzminister, wenn Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen von den regierungstragenden Fraktionen, hier im Besonderen die SPD, die Sache nicht noch auf die Spitze getrieben hätte und ein zweites Änderungsgesetz zum Stärkungspaktgesetz auf den Weg gebracht hätte mit dem Kommunalsoli oder, wie er besser bezeichnet wird, mit der Abundanzumlage. Und das hat gezeigt, dass zunächst ein definitiv nicht verfassungskonformer, die Änderung, die Rücknahme um die Hälfte, nicht verfassungskonformer Gesetzentwurf ein bisschen weniger nicht verfassungskonform gestaltet wurde. Und die entsprechenden Klagen, die noch unterwegs sind, werden zeigen, dass das ganze Vorhaben unter dem Strich für die Tonne ist. Herr Lindner, Sie gucken auf die Uhr. Nein. In Ordnung. Die im Beratungsverfahren. Ich will Sie auch nicht allzu lange. Ja, ich auch. Die im Beratungsverfahren anstehende Anhörung hat ganz eindeutig die diversen Mängel des Entwurfs des Stärkungspaktänderungsgesetzes aufgezeigt. Und die Kritik wurde zwar aufgenommen, aber das Stärkungspaktgesetz bzw. der Kommunalsoli ist nach wie vor nicht vom Tisch. Es wird aber wahrscheinlich so sein müssen, dass der Kommunalsoli ebenfalls von einem Gericht vom Tisch genommen wird, genauso wie das verkorkste Beamtenbesoldungsverfahren dazu geführt hat, dass ein verfassungsgerichtliches Verfahren angestrengt werden musste von Seiten der Oppositionsparteien, welches Ihnen ebenfalls um die Ohren fliegen wird und wo wir uns nämlich spätestens in 2 Jahren mit einem Nachtragshaushalt werden unter Umständen befassen müssen, in dreistelliger Millionenhöhe, weil schlicht und ergreifend die regierungstragende Fraktion, wie aber auch die Landesregierung, sich völlig beratungsresistent gezeigt hat angesichts der Tatsache, dass von 21 Experten in der Anhörung 20 gesagt haben, lassen Sie das, dieses Gesetz ist verfassungswidrig und nehmen Sie dieses Gesetz zurück. Selbst ich habe hier im Plenum diese Aufforderung noch kurz bevor es hier mit der Mehrheit der regierungstragenden Fraktion verabschiedet worden ist, angeregt. Herr Finanzminister, Sie erinnern sich vielleicht, hatte gesagt, nehmen Sie das zurück, Sie haben es nicht getan. Und nun wird das Gericht, der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen, das tun, was Sie nicht bereit waren umzusetzen. Die Beamten werden es Ihnen selbstverständlich danken. Die Beamtinnen und Beamten werden es Ihnen danken. Die Lehrerinnen und Lehrer dieses Landes werden es Ihnen danken. Und das wird alles selbstverständlich auch bei der Kommunalwahl eine Rolle spielen, genauso wie die Problematik des Kommunalsoli in der Kommunalwahl eine Rolle spielt. Ja, bestimmte Dinge müssen angesprochen werden, die hier teilweise noch nicht angesprochen sind, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Und da sind wir natürlich auch nochmal bei der Inklusion. Und wir wissen alle, dass das ein Desaster ist. Viel Fassade, keine Substanz, ein Leuchtturmprojekt ohne Leuchtkraft. Infrastrukturen, Fassade und Verkehr, genau dasselbe. Nächstes Desaster, Status und Auswirkungen, längst bekannt in NRW. Riesengutachten, Kommissionen, noch und nöcher. Nichts wird getan, das Schielen auf den Bund ist eine feine Sache. Aber wenn man schon mit am Verhandlungsstand
Verhandlungstisch der Großen Koalition sitzt, sollte man da auch für sorgen, dass entsprechende Mittel in dem größten Bundesland, welches ein Fünftel der Bevölkerung dieser ganzen Bundesrepublik Deutschland beherbergt, entsprechende Mittel auch ankommen. Das nächste Desaster. Personalpolitik. Es wurde mehrfach angesprochen. Ja, es heißt, die Lehrerstellen, die gekürzt werden, bleiben im System. Der entscheidende Punkt ist aber, sie sollen nicht im System bleiben, sie müssen dort ankommen, die Stellen, die Lehrerinnen und Lehrer müssen dort ankommen, wo wir es mit der Bildungsfrage zu tun haben und dort, wo Inklusion gelebt und umgesetzt werden soll. Nicht die Worte zählen, das, was auf dem Papier steht, das, was in der mittelfristigen Finanzplanung steht, sondern das, was die Regierung, die Landesregierung vor dem Hintergrund der Gesetzeslage, die auch, zu der auch der Haushalt, den wir gleich verabschieden wollen, wir jedenfalls nicht, wir wollen ihn nicht, und das sage ich gleich mal vorab, die Piratenfraktion wird diesen Haushaltsentwurf selbstverständlich ablehnen, das soll doch bitte schön da drin stehen. Sie müssen das, was Sie wollen, den Menschen auch sagen. Sie müssen es offenlegen, Sie müssen es transparent gestalten. All dies geschieht mit diesem Haushalt nicht. Der Rest ist Kaffeesatz, Leserei. Von der Kein-Kind-Zurücklassen-Situation. Von der Kein-Kind-Zurücklassen-Situation. Auch so eine Leuchtturmgeschichte und absolut zu befürworten, da ist ja schon genug gesagt worden. Demografie, Wandel hin oder her. Investitionen in Bildung werden falsch alloziert, sie finden sicherlich statt. Und wenn wir von 466 Millionen Euro Investitionen in Bildung sprechen, mag das sicherlich gut klingen. Aber es reicht unter dem Strich nicht. Es muss auch richtig eingesetzt werden. Da haben wir zu Vorschläge zu unterbreiten. Die haben die regierungstragende Fraktion im Ausschuss und sie werden sie hier im Plenum wieder ablehnen. Das alleine können wir so nicht hinnehmen und dafür ist die Opposition nun mal da. Und dann können wir nicht Weihnachten feiern, sondern müssen wir heute hier streng an dem Haushalt arbeiten. Und nicht zuletzt möchte ich nochmal Herrn Finanzminister, wenn gleich das auch nochmal ein Sonderthema sein wird, auf das Intransparenzteam oder Effizienzteam ansprechen, welches ja immerhin dieses Demografiegutachten, welches ich gerade angesprochen habe, für fast 1 Million Euro, für 738.000 Euro erstellt hat. Die haben offensichtlich nicht gute Arbeit geleistet, sonst hätten wir es möglicherweise nicht mehr mit einer an 1 Milliarde heranreichenden globalen Minderausgabe zu tun. Die sollten strukturelle Einsparungen finden. Haben sie nicht. Was haben sie gemacht? Personal gekürzt. Das kann jede... Machen wir morgen noch ausgiebig in der Aktuellen Stunde, selbstverständlich, deswegen drücke ich da. Trotzdem, die globale Minderausgabe bleibt im Raum. Selbstverständlich, ja, die Opposition arbeitet genauso zusammen, manchmal wie die regierungstragende Fraktion, nicht in jedem Punkt. Aber das genau ist doch der Punkt. Und wenn Sie zusammenarbeiten würden und wenn Sie sich auch gegenseitig anhören würden, dann würde nicht Folgendes passieren, dass diese Landesregierung und dass die regierungstragende Fraktion sich offensichtlich aufschwingen, die besten Vertreter für irgendwelche Lobbyisten, insbesondere der Energiewirtschaft, zu sein. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Herr Kollege Bricken, wie Sie das Ihrer Basis erklären mit Herrn Üntrop und mit den immer weiterlaufenden Kosten, obwohl im Koalitionsvertrag steht, dass Sie die Betreiber hier in die Pflicht nehmen wollen, das... Ja, ist der nächste Punkt, ganz genau. Nein, nein. Wissen Sie, nicht die ganze Tagesordnung, aber es handelt sich hier um Haushaltsposten. Es handelt sich hier um Haushaltsposten, die mit Erläuterungen, wenn Sie einen Termin haben, dann nehmen Sie ihn doch wahr. Herr Bricken, wenn Sie einen Termin haben, dann nehmen Sie ihn doch einfach wahr. Das tun doch 70-80% der Abgeordneten, die dieses Plenum besuchen. Ja. Nicht nur, dass die Regierung Kraft auf stinkende Braunkohle setzt, sie setzt auch auf die Atomlobby. Und das werden wir noch in einem weiteren Tagesordnungspunkt ausgiebig besprechen. Und da kommen wir noch einmal zur Einnahmenseite. Und ich werde die 2 Minuten benötigen. Ja? Ich stelle fest, diese Landesregierung, die regierungstragenden Fraktionen haben sich in der letzten vorletzten Haushalt- und Finanzausschusssitzung hingesetzt und haben gesagt, dem Land Nordrhein-Westfalen, nein, der Bundesrepublik Deutschland gegen 160 Milliarden Euro pro Jahr an Steuereinnahmen verloren durch Steuervermeidungspraktiken, insbesondere großer Konzerne. Wir hatten einen Antrag gestellt, Lizenzboxenantrag, der dieses Kriterium konkret und exakt aufgreift. Diese regierungstragenden Fraktionen haben unseren Antrag abgelehnt.
abgelehnt im Ausschuss. Erstaunlicherweise ist dieser Antrag wenige Tage später 1:1 im Großen Koalitionsvertrag wieder aufgetaucht, und zwar fast wörtlich. Das ist ein wunderbares Ergebnis, dafür danken wir. Und wenn es so weitergeht, Herr Finanzminister, und Sie Ihren Einfluss in Berlin entsprechend geltend machen, dann kommen wir dazu, dass aus den 160 Milliarden Steuereinnahmen, die da prognostiziert worden sind von den SPD und Grünen, runtergebrochen auf NRW 30 Milliarden betragen. Und dann kommen wir auch zu einer Konsolidierung der Haushalte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wiedersehen.